Das heißt, die Beine erstmal hüftbreit auf, die Arme hoch und dann tief rollen. Kopf hängen lassen. Wenn ihr eine Brille habt, ist es vielleicht sinnvoll, wenn man die mal runterdreht. Die Knie beugen. Und wieder strecken. Beide Hände rüber. Kopf ganz tief fallen lassen. Wenn ihr einen Pferdeschwanz habt, wird der jetzt runterhängen. Dann drehen wir rüber. Jetzt auch, dass der Winkel hier vorne lang ist. Und wieder hoch. Und dann gehen wir wieder zurück zur Mitte. Wenn der Oberkörper nur so tief geht, macht es gar nichts. Hauptsache der Kopf ist ganz weit herunten. Nicht den Kopf immer vorstrecken. Beide Hände nach links. Vorne den Winkel nochmal größer und nehmen das Knie zur Seite. Das Gewicht nach hinten, vorne den Fuß flex und den Kopf wieder nach unten. Ziemlich weit, Kind. Kind, da jetzt den Winkel auch nochmal größer machen und dann genauso nochmal früher. Dann gehen wir hoch, diesmal beugen wir nach vorne und strecken wir hinten. Das ist quasi der hintere Teil unseres Spagats, deswegen ist es da erstmal wichtig, dass wir den Oberkörper gerade haben, damit auch der Rücken flexibel wird.
Why? Bei mir geht es, dass ich auf der Innenseite des Beins bin. Für manche ist es vielleicht unangenehm, dann macht es lieber so. Aufstehen, Knie beugen, drüber, hoch und das gleiche mit links. Wieder tief rutschen. Wenn es ist, nur da bleiben, aufpassen, die Knie sind gestreckt. Oder vielleicht ganz bis tief runter gehen, halten, Oberkörper noch zur Seite, wenn ihr schon im Spagat seid. Und dann natürlich wieder aufstehen. Seiten Spagat runterrutschen. Aufpassen, nicht parallel, sondern tatsächlich mit den Zehenstücken zur Seite und so tief. Dann die Füße flex. Nicht so, es ist nur schädlich für die Hüfte, sondern wirklich so hoch und dann. Wenn ihr dann schon mal im Spagat seid, könnt ihr probieren, das da rüber wechseln. Zur Mitte und zurück. Dann können wir noch was im Liegen. Legt euch auf den Rücken, ein Bein langstrecken, das andere gebeugt und dann den Fuß hoch. Am Anfang habt ihr wahrscheinlich hier in den Oberschenkel oder am Fuß. Probiert es kurz hier hoch und dann das Knie wieder beugen und nochmal das gleiche. Thank you.
gleich mit dem anderen. Immer wieder zwischendurch beugen und dann wieder schieben.